Wir wollen hier im Studio noch etwas weiter auf die Ukraine schauen. Marie Pschibilla war jetzt bei mir. Marie, wir haben gerade die Situation in Mariupol gesehen. Leider ist das bei weitem nicht der einzige Ort, an dem noch immer schwere Kämpfe jetzt zu sehen sind. Wie ist der Blick auf den Frontverlauf und auf die Karte? Ja, wir können merken, dass in vielen Regionen gar nicht mehr so starke Bodengewinne auch seitens der Russen zu verzeichnen sind. Das hat eben Hintergründe, denn am Wochenende gab es unter anderem Angriffe in Izium. Wir gucken uns das direkt auf der Karte vielleicht einmal an, die tatsächlich insofern ganz zentral waren, weil dort eben auch im Norden der Ukraine ja ein Hauptquartier der russischen Streitkräfte entsprechend bombardiert worden ist. Wir sehen hier auch nochmal Kharkiv entsprechend weiterhin auch umkämpft. Auch da haben in den Vororten die Ukraine auch jede Menge Soldaten und Material verloren. Da wird also auch noch massiv gekämpft. Und hier unten Mariupol im Süden habe ich auch entsprechend nochmal markiert. Denn die Situation, die Menschen dort einfach herauszubringen, ist schwierig. Auch während Evakuierungen laufen, wird weiter bombardiert aus der Luft. Das ist entsprechend schwierig. Wir sehen hier auch nochmal, also es deutet sich an, dass auch da Truppen verschoben werden. Also Popasna, Rubischne versuchen die Russen komplett einzunehmen und offenbar nutzen sie das dann wohl auch künftig, um Richtung Severodonetsk ihre weitere Richtung auch zu bewegen. Wenn wir hier im Süden nochmal schauen, dann können wir auch erkennen, dass man dort auch versucht, Richtung Norden weiter entsprechend die Gebiete auszubauen, entsprechend Druck zu machen. Auch hier in dieser Region um Saporischschja hat man offenbar auch einen, ja, ich sag mal, ein Reparaturlager errichtet, um also auch für Nachschub zu sorgen, um Panzer zu reparieren und Ähnliches. Also wir sehen dort auf jeden Fall sicherlich auch in den nächsten Tagen noch weitere Kämpfe dort in diesen südlichen und östlichen Gebieten der Ukraine.